Plan B. Ideen für die moderne Landwirtschaft. Mit Thomas Andresen vom Hof Baslund und Thilo von Donner vom Hof Breiteneiche. Gesponsert wird dieser Podcast von Wüstenberg Landtechnik, führender Partner in der Landtechnik in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Ein modernes Familienunternehmen mit einer klaren Firmenphilosophie. Getreu dem Slogan, bei uns in guten Händen. Und New Holland Deutschland, innovative Landtechnik seit über 125 Jahren. Moin, liebe Freunde der gepflegten Familienunterhaltung, zu einer neuen Folge von Plan B, Ideen für die moderne Landwirtschaft mit Thilo und mir. Moin Thilo, machst du einmal erzählen, wo wir heute sind? Ja, moin Thomas, wir sind heute in Böhm, der Weltstadt, die jeder kennt. Böhm ist ein, ja, ich sag mal, relativ kleines Dorf, aber in Böhm gibt es die Firma Wüstenberg und da findet einmal jährlich die Börler statt und darum soll es heute gehen. Und dafür haben wir einen Gast hier sitzen bei uns von der Firma Wüstenberg, Hans Lübker. Hans, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Magst du dich einmal vorstellen? Wer bist du? Was kannst du? Ja, mein Name ist Hans-Rudolf Lübker. Ich bin seit 1978 bei Firma Wüstenberg. Bin damals mal in der Werkstatt angefangen. Und 4 Jahre Bundeswehr und dann fragte Heinz mich, ob ich nicht im Vertrieb tätig sein wollte. Das habe ich dann auch gemacht und ich glaube, das ist ganz gut gegangen. Ich bin verheiratet, habe 3 Kinder. Mein Hobby sind Pferde und natürlich Landtechnik, ist klar. Ja, bin jetzt 62 und habe noch, glaube ich, so ungefähr 2 Jahre und dann sollen die jungen Leute mal das Zepter übernehmen. Hans, kannst du einmal vielleicht erklären für die Hörer, man kann sich das ja kaum vorstellen, die Börler nicht kennen, aber vielleicht einmal erklären, was die Börler ist? Ja, wir haben jetzt gerade gestern mal geguckt, wie lange es die Börler gibt. Also ich habe die ganzen Börler-Zeitungen, weil ich auch schon lange hier bin, gesammelt. Ich hatte eine von 88, da stand drin, das 10. Mal Börler. Also haben wir jetzt ungefähr 42 Jahre Börler. Wir haben ja nächstes Jahr auch 100-jähriges Bestehen. In 2025. Da sind wir natürlich ganz stolz drauf und freuen uns, dass wir das feiern dürfen. Ja, was ist Börler? Börler ist für mich erstmal viel Arbeit, viel Verantwortung, dass es alles klappt, aber auch wunderschön mit den ganzen Menschen, die kommen. Die gute Stimmung, die guten Gespräche, viel Technik und vor allen Dingen auch, was die Kunden immer sagen, dass da auch aus den Werken, die Leute an den Produkten stehlen, dass ich die dann auch beim Kragen kriegen kann, sage ich einfach mal, und mit denen technische Dinge zu besprechen. Also insgesamt, für uns ist wichtig, es nicht mehr, früher war es eine Verkaufsmesse, eine reine Verkaufsmesse, heute geht es um die gute Stimmung, ums Image, ne? Das ist uns wichtig. Vorhin hat jemand mal so lapidar die Zahl in den Raum gestellt, Böhm 700 Einwohner. Und 820. Ah, Entschuldigung. Naja, und aber über 10.000 Besucher auf der Börler, stimmt das? Das ist ja schon eine gewaltige Dimension, ne? Ja, wir hatten, ich sag mal, wir haben ja 2 Jahre Pause gehabt. Da hatten wir so zwischen 6.000 und 8.000. Das kann man natürlich nicht ganz genau sehen, aber anhand der verkauften Würste, wir haben auch schon Zählungen gemacht, kann man das schätzen. Aber wir hatten letztes Jahr weit über 10.000. Und das war natürlich phänomenal, weil wir auch die 2 Jahre Pause hatten. Ja, das ist schon beeindruckend, vor allen Dingen, weil es jetzt auch im Moment ja gar keine Messen mehr hier in Schleswig-Holstein gibt. Also wir hatten ja früher Firma Busch, die ihre Hausmesse gemacht haben, Maifort und so weiter. Im Moment gibt es keine landtechnische Hausmesse mehr in ganz Schleswig-Holstein. Und das ist doch schon mal gar nicht für uns gar nicht ganz so schlecht. Du sagtest gerade 10.000 Besucher letztes Jahr. Wir sind jetzt gerade eben schon mal hier so über den Platz gelaufen. Bis jetzt hat man zumindest so ein bisschen den Anschein oder den Eindruck, dass es ein bisschen mau läuft. Wie ist eure Einschätzung für dieses Jahr? Also spiegelt sich die schlechte Stimmung vielleicht auch in der Branche? Also man hat ja doch so ein bisschen das Gefühl, dass die Stimmung zumindest bedrückter ist, gerade im Bereich Milchvieh als letztes Jahr. Spiegelt sich das ein bisschen wieder in den Reaktionen der Kunden?
Ja, ich glaube nicht. Ich sehe auch, dass es dieses Jahr am Freitag ein bisschen weniger ist. Letztes Jahr war wesentlich voller. Das ist so. Das ist natürlich auch immer ein bisschen wetterabhängig. Ich glaube nicht unbedingt, dass das wirtschaftsabhängig ist. Die Wirtschaft ist im Moment nicht so gut. Wir haben also, die Umsätze sind rückläufig. Das ist gar keine Frage. Es hängt natürlich mit dem Milchpreis zusammen. Das hängt auch mit dem Getreidepreis zusammen, der auch nicht gut ist. Es hängt natürlich ganz speziell auch an der schlechten Stimmung, die in der Landwirtschaft herrscht, durch die ganzen Auflagen, Bürokratie und so weiter. Da haben unsere Kunden einfach keinen Bock mehr drauf. Diese ganze Gängeleien, das trübt die Stimmung ungemein. Ja, Hans, du sagtest ja 100 Jahre Wüstenberg im nächsten Jahr. Dieses Jahr ist ungefähr die 42. oder wahrscheinlich die 42. Börler, wenn die Recherchen stimmen. Wieso hat man sich nach 57 Jahren Wüstenberg damals überlegt, so eine Hausmesse zu machen? Was ist der Grund, warum man gesagt hat, Mensch, wir müssen eine Ausstellung machen? Eigentlich gibt es ja eine Norla, wo eigentlich so die gesamte Landtechnik vorgestellt wird. Und das ist ja so ein Treffpunkt, Anziehungspunkt für viele Landwirte. Wie kommt man oder wie ist man als Landmaschinenhändler damals auf die Idee gekommen, sowas eigentlich quasi im etwas kleineren Rahmen selber auf die Beine zu stellen? Tja, dann müsste ich ja eigentlich Heinz Wüstenberg fragen. Damals war ich in der Lehre und ich musste dann hier auch schon den Platz stellen. Und da haben wir, ich denke an KM24, 1,85 Meter Mehlwerke gehabt. Da hatten wir ungefähr, was weiß ich, auch schon 25 Stück. Und da haben wir noch eine Schnur gespannt, damit die einfach in einer Reihe standen. Ich weiß nicht, welche Beweggründe er hatte, aber er hatte immer ganz besondere Ideen, auch Sachen zu vermarkten. Und deswegen haben wir die Sache, glaube ich, auch gemacht, weil er einfach ein Vorreiter von einigen Sachen war. Und die anderen haben es ja alle nachgemacht, also haben wir da nicht ganz so viel verkehrt gemacht. Ja, genau. Also das ist natürlich zum einen, ich sag mal, vor allen Dingen ja auch dieser lange Zeitraum, der euch da definitiv recht gibt, also 42 Jahre. Und ich muss ja einfach sagen, ich war letztes Jahr das erste Mal hier und ich muss ja ein Stück weit über die Autobahn. Du kommst nicht aus Schleswig-Holstein? Doch, ich komme aus dem Kreis Plön. Das ist Plön, aber schwach. Aus dem Kreis Plön und wir haben in der Nachbarschaft auch einen treuen Kunden von euch hier aus Börm, Familie Frey. Ja. Genau. Aber wenn man so von der Autobahn runterfährt, fährt man auf eine Bundesstraße und dann kommt man auf einmal auf eine Dorfstraße und die wird auch immer schlechter. Das stimmt. Und es wird immer kleiner und immer enger. Ja. Und auf einmal steht man vor einem riesen Gelände, wo ganz viel buntes Blech aufgebaut ist. Also das ist schon gewaltig, muss ich sagen. Also das ist schon beeindruckend. Aber da ist natürlich auch viel Vorbereitung und viel Leistung für nötig, oder? Ja, das ist so. Gut, das, wie gesagt, das ist viel Aufwand. Aber es ist natürlich auch wieder schön, dass wir auch den Platz immer voll kriegen. Und das wollen die Leute. Die wollen ja auch nicht, wenn ich jetzt nur hier jede Menge Gebrauchsschrott stehen habe, da kommt ja kein Mensch. Ne? Die wollen interessante Technik, die wollen neue Technik, die wollen Technik erklärt bekommen. Und wie gesagt, das Treffen mit anderen Menschen, das ist ja auch eine ganz wichtige Sache, ne? Dass man sich austauscht. Ne? Und wenn ich das sehe, auch sonntags abends, wie das bei uns da in der Restauration ist, was da abgeht, auch mit den jungen Leuten, also das ist schon schön. Ne? Und da treffen sich jung und alt, also das muss ich schon sagen, das bringt auch immer richtig viel Spaß. Welche Bedeutung hat die Firma Wüstenberg oder, nee, sagen wir mal anders, die Börler für die Landwirte? Was ist so das Feedback, was ihr von den Landwirten kriegt, warum sie hierher kommen? Ja, das habe ich eigentlich schon so ein bisschen gesagt. Also all diese Punkte, Treffen mit Jung und Alt, Informationen, auch unsere anderen Aussteller, die wir haben, Werkzeuge, Windkraft, Solar, die mit verbunden ist, auch mit der Landwirtschaft, damit man sich ja auch schlau machen kann, Futtermittel, Oldtimer, alles, was damit zusammenhängt, das bringt das. Das ganze Paket ist es, das ist wichtig. Ne? Ja, und das ganze Paket macht es ja, glaube ich, auch ansprechend für Familien, oder? Also ich habe wahrscheinlich ja nicht nur rein landwirtschaftliche Besucher. Nein, das ist natürlich so, wenn wir jetzt über 10.000 Leute sprechen, dann haben wir natürlich nicht alles potenzielle Käufer hier. Darum geht es auch gar nicht. Es geht um ein, ich denke schon ein bisschen Volksfeststimmung hier. Diese Stimmung, die sich denn überträgt an alle und auch Börm. Wer kennt Börm? Ne? Also es ist durch diese Börler und durch Firma Wüstenberg kennt man Börm. Und das ist eigentlich das wie gesagt, das ist das Schöne dabei. Aber die kommen immer wieder gerne und das zeigt uns, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Kostet natürlich auch viel Geld, das ist nicht, das kann man nicht anders sagen, aber das ist es wert.
Was mich mal interessieren würde, du bist ja Geschäftsführer hier am Standort in Böhm. Ich weiß jetzt so aus eigener Erfahrung, wenn man so einen Tag des offenen Hofes oder sowas auf die Beine stellt, da muss man schon seine Leute so ein bisschen motivieren. Wir machen das ja nun bloß alle Jubeljahre. Wie schaffst du das jedes Jahr wieder, eure Leute hier am Standort zu motivieren, dass die sagen, okay, wir haben Bock, da jetzt wirklich in jede Ecke aufzuräumen und alles schier zu machen. Ich meine, das ist natürlich toll, wenn es dann mal wieder alles schier ist. Aber ich glaube, da gehört schon so ein bisschen Überzeugungsarbeit dazu, oder? Ja, aber wir haben also im Moment ein super, super Team. Also die super Zusammenarbeit. Für uns ist es natürlich auch wichtig, dass die Ecken mal sauber gemacht werden. Das muss man ganz klar sagen, weil bei uns, wir haben immer 100%. Und da bleibt auch übers Jahr viel liegen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass mal alles tippitoppi ist. Aber ja, wie überzeugt man die Leute? Einmal die Verkäufer, die wissen, worum es geht. Die profitieren auch davon, weil man trifft hier ja so viele Kunden, wo man Gespräche mitführen kann. Und selbst unsere Mitarbeiter, die auch im Status haben, komm her, da ist die Börder, die sind auch stolz, dass wir so eine Veranstaltung haben. Und dann geht es darum, gestern gab es Eis, ne? In der Arbeitszeit, ne, das gehört dazu. Oder gestern Abend haben wir auch bis um 10 gesessen und haben noch ein kleines Körnchen genommen. Ne, und die haben alle frei Wurst und Brot bekommen. Dieser Zusammenhalt, der ist auch für uns ganz wichtig. Nun ist so eine Ausstellung ja nicht nur Zeigen dessen, was man so im Portfolio hat, sondern vielleicht auch ein bisschen der Blick nach vorne. Also auch das, was uns als Podcaster ja so ein bisschen antreibt, die Ideen für die moderne Landwirtschaft. Was würdest du sagen, ist so vielleicht eine besondere Neuerung, was besonders Innovatives, was ihr dieses Jahr vielleicht hier ausgestellt habt? Ja, also da gibt es ja mehrere Sachen. Also einmal haben wir ja die Robotik hier gezeigt, Selbstfahrttechnik, Hacktechnik. Das ist ein spezieller Zweig. Da haben wir extra Mann aus Niebel, der das sehr gut macht und sich da auskennt. Dann haben wir natürlich New Holland Mähdrescher mit IntelliSense, der sich selber einstellt hier. Das ist auch eine Sache, die Fahrer unheimlich nach vorne bringt. Also da kann man ja viele Sachen mitmachen, also hochelektronisch. Und dann sehe ich hier gerade vor mir die Querne Optima Profi, und zwar Pudama. Der legt unter dem Maiskorn das Dünger ab. Da spare ich natürlich 25% Dünger. Und das ist natürlich eine wichtige Sache für die Umwelt und so weiter. Auch für die Brieftasche des Kunden. Und dann habe ich da hinten Firma Vollmer als Beispiel. Striptill, auch ein Thema, Gülleausbringung oder Schleppschuh. Das ist auch... Ich finde, Schleppschuh ist ein ganz wichtiges Thema, und ich finde auch gut, dass das in die Landtechnik bzw. in die Landwirtschaft einfließt, weil bodennahe Ausbringung ist ganz wichtig, einmal wegen den Stickstoffgehalten, die dann auch näher an der Erde sind. Da ist die Effizienz ja viel besser. Ich bin nicht windabhängig, ich bin nicht sonnenabhängig. Und ich sage einfach mal, ich splatter das Gülle auch nicht in die Gräben, da musst du immer ganz genau fahren. Also das ist wirklich eine tolle Geschichte, dass wir solche Dinge haben. Also das fällt mir so insgesamt ein. Es gibt natürlich viele Dinge mehr, aber das sind so die hauptsächlichen. Vom Gefühl her, was meinst du, überwiegt bei, ja vielleicht auch sogar bei beiden Seiten, bei euch oder bei der Kundschaft, einmal die geschäftliche Seite, also was hier tatsächlich vielleicht zum Abschluss kommt, oder ist es mehr das Schnacken miteinander, das sich auch identifizieren. Also ich weiß ja nun aus eigener Erfahrung, dass man sich als Kunde auch durchaus, ihr sagt immer, ihr seid Wüstenberger, das sehen viele Kunden, sehen das glaube ich ähnlich, die sich auch so mit der Firma identifizieren. Was meinst du, ist mehr oder wo liegt mehr Fokus auf der Börler? Auf dem Geschäftlichen oder auf dem, ja, dem Miteinander als Wüstenberger? Also das Geschäftliche spielt für mich auf dieser Messe keine Rolle. Ne? Natürlich haben wir dadurch Geschäft. Ne? Aber das Entscheidende ist das Feeling. Das Feeling und dass wir uns gut darstellen. Und wie du schon eben gesagt hast, also ich habe eben mit einem Kunden gesprochen aus Detmold, der sagt, ja Mensch, ihr habt ja auch bei uns einen super, super Ruf. Und das ist für uns das Wichtige, ne? Dass man über uns redet. Ne? Und das ist ja, wir sind Wüstenberg, bei uns in guten Händen, das ist unser Slogan, den damals auch Heinzmann mit geprägt hat. Und das ist auch eine Aussage. Bei uns in guten Händen und das wollen wir auch pflegen. Aber ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass es einige Kunden gibt, die sich schon so ihre, ich sag mal so ihre Ideen, die sie haben, was man so anschaffen möchte, sich schon so ein bisschen aufheben für so eine Messe, weil das ja doch was
auch was Besonderes ist, auch in so einem Rahmen so ein Geschäft zu machen. Vielleicht die Maschine, für die man Interesse hat, dann auch nochmal neu irgendwie da stehen zu sehen, vielleicht sogar. Und von daher ist es da ja auch schon ein besonderer Anreiz, oder? Das ist natürlich so. Also ich sage mal, da ist es so, man wird hier auch auf den Geschmack gebracht. Man sieht was und sagt, Mensch, das könnte ich nochmal haben. Oder man wird hier, ich habe gerade vorhin mit einem Kunden gesprochen, der war also bei einer Drilltechnik und der hat eine alte Kreissäge und der gute Mann, der Werksbeauftragte, ihm das gezeigt, wie die Maschine abgedreht ist. Und das ist alles viel einfacher geworden. Es geht ja auch weiter. Und diese Information, die bringt uns geschäftlich natürlich weiter. Ich will nicht sagen, dass das Geschäft keine Rolle spielt. Natürlich machen wir das, um Geschäft zu machen. Das ist ja Priorität auch von uns. Aber nicht unbedingt am heutigen Tag. Ne? Wichtig ist, dass die Kunden ordentlich beraten werden, vernünftige Gespräche. Das ist wichtig. Aber es ist ja schon für uns als Kunde auch ein Vorteil, wie du sagtest gerade eben, ne? Wenn die Werksvertreter vor Ort sind und man hat wirklich die Top-Experten zu den einzelnen Produkten hier vor Ort und dann wirklich alle, also ich kann mir Drillmaschinen angucken, absolut. Ich kann bei den Mähwerken gucken oder bei den Schleppern. Das ist schon eine Hausnummer, wenn man sie alle wirklich mal an einem Tag auf einem Fleck hat und mit allen schnacken kann. Das ist ja gerade das Schöne, ne? Ja. Dass du die Werksleute dabei hast. Ne? Die wissen ja auch ganz genau Bescheid. Nun sind unsere Verkäufer hier, denke ich, alles junge, gut ausgebildete Leute, die auch, ich sag mal, nicht natürlich bis an alle Haarzipfel alles wissen, aber ich denke schon, dass sie bei 85-90% wissen. Und das ist ja auch für die Kunden Bescheid. Es geht ja auch um Beratung. Und wenn das ins ganz Spezielle geht, dann können ja auch die Werksvertreter dann dazukommen. Aber im täglichen Geschäft müssen unsere Verkäufer auch gut Bescheid wissen. Und ich denke, die sind dementsprechend kompetent, dass sie es auch können. Wie siehst du das? Bringt so eine Messe was auch für Neukundenakquise oder ist das eher so, ich sag mal, die Pflege der Altkunden? Merkt man das vielleicht, dass man dadurch doch einen größeren Zulauf auch hat? Sowohl als auch, weil hier sind auch viele Kunden, die nicht unsere Kunden sind. Und die können wir dadurch natürlich auch gewinnen. Das ist ganz klar. Man spricht sie an und das ist natürlich ein Vorteil. Das ist so, weil das ist auch für die Werksbeauftragten, die hier stehen. Hier sind ja nicht nur alles Wüstenbeck-Kunden, da sind auch vielleicht Maifort und Rebo-Kunden, was ja auch schön ist, dass die da sind. Aber die können sich hier auch schlagen. Also haben die anderen auch einen Vorteil. Da nehmen wir nicht extra Geld für, das ist gar kein Problem. Aber es ist ja gut, wie gesagt, dass die Kunden sich da schlau machen können. Wir sprachen eben drüber, über 40 Jahre jetzt Börler. Du sagtest, früher habt ihr mit der Schnur gestanden und die Mähwerke ausgerichtet. Ich glaube auch so ein bisschen unter der Aufsicht von Wüstenberg Senior, der da, glaube ich, einen sehr genauen Blick drauf gehabt hat, wie genau die Firma sich hier präsentieren sollte. Mhm. Gibt es irgendwie so ein besonderes Erlebnis aus dieser Zeit, an das du zurückdenkst über diese 40 Jahre, vielleicht im Zusammenhang mit Heinz Wüstenberg oder mit der Börler als solches? Ja, mit Heinz war es natürlich immer interessant. Also wenn wir nachher den Rundgang gemacht haben und ihm passte irgendwas nicht. Also wir hatten da zum Beispiel einen Grubber von Machio und der stand dann ganz hinten in der Ecke und er sagte, Hans, das kannst du doch das Teil da nicht hinstellen. Und dann mussten wir kurz vor der Börler noch einen Schlepper davor spannen und dann stand er mitten im Gang. Also es gab immer spezielle Dinge. Oder ich denke, als ich Jungverkäufer war, dann hatten wir unsere ganzen Mähwerke aufgestellt und da hatten wir noch eine Rangliste, wer der beste Verkäufer war. Und dann ist man ja motiviert. Und dann, da war dann so ein älterer Herr, der guckte unter das Mähwerk und ich da gleich hingelaufen. Und die ganzen Verkäufer standen an der Tür und die lachten sich schon kaputt. Das war unser Nachbar, der hatte gar nichts mit Landwirtschaft zu tun. Und ich quasi den voll. Ne? Aber das war so. Aber das sind so viele lustige Dinge, die während der Börler passieren. Ja, wir haben ja auch viele tolle Feste gefeiert. Also früher war das so, da hatten wir natürlich die Restauration nicht so groß. Da waren die Nachbarn hier und da haben wir einen Trecker reingefahren und dann ein bisschen Musik gehört und mit den engeren Nachbarn hier zusammengesessen. Also das war auch eine schöne Sache. Wie kann man sich so einen Ablauf vorstellen? Also in der Vorbereitung, wir haben darüber gesprochen, ihr müsst erstmal sehen, dass ihr hier alles auf Schick kriegt. Ich sag mal, so zwei Tage vorher, was passiert hier dann? Was sind eure Aufgaben in der Vorbereitung dann? Ja gut, die Börler fängt ja nicht, ich sag mal, zwei Tage vor an. Die fängt im Grunde genommen Ende des Jahres oder Anfang des Jahres an. Da fängt es an mit Ordnungsamt. Das ist das Wichtigste, ne, dass wir wissen, wo wir die Schilder aufstellen müssen. Dann fängt es an, alle Hersteller zu informieren, auch die Aussteller zu informieren.
So, und dann müssen wir rechtzeitig den Platz haben, damit wir die Maschinen auch herstellen. Dann die LKW-Planung, wann, wer holt was, wie. So, und wir haben die Verkäufer haben hier zum Beispiel 5 Tage Platz gestellt. Und wir haben ja einen guten Mann, der verantwortlich ist für Schleppereinweisungen und so weiter. Der hat auch 2 Männer bekommen, die schon Maschinen zusammenbauen. Wir haben sonst aus Husum und Niebel Leute geholt, die die ganzen Maschinen zusammengebaut. Die kommen ja alle nur an Kisten noch an. Wir sind ja schon im Januar angefangen zusammenzubauen. Das hat also super geklappt. Auch die Platzvorbereitung hat hervorragend geklappt. Und so wie gestern ist es natürlich so, wenn es auf den Rest geht und alles kommt an und dann sind alle Verkäufer da. Also gestern Mittag haben wir zum Beispiel Pizza gegessen. Da habe ich gesagt, alle Verkäufer, alle die aus den anderen Firmen, haben wir leider ein bisschen zu wenig, ne? Weil die Bude war voll. Da sind ja viele Leute. Und gestern bin ich, denke ich, ein paar Kilometer mit dem Fahrrad gefahren, ne? Von links nach rechts. Und wo soll das hin, wo soll das hin? Noch den Rest hinstellen und die Aussteller, die wissen dann ja auch nicht von alleine wohin. Und dann, ja, gestern Abend waren die Füße rund, aber wie gesagt, wir waren froh, dass alles an der Stelle war und ich denke, das ist uns auch dieses Jahr wieder ganz gut gelungen, die Maschinen zu präsentieren. Wie ist so das Verhältnis der Maschinen, die jetzt hier so angeliefert werden für die Ausstellung, die ihr dann vielleicht tatsächlich auch hier lasst, um sie dann weiter zu vermarkten? Geht viel noch wieder zurück? Hauptsächlich sind es eigene Maschinen, eingekaufte Maschinen. Wir holen uns natürlich auch Gebrauchtechnik und auch neue Technik von Husum und Niebel dazu. Ja, Hans, du sagtest ja gerade, dass ihr so gewaltig viele Maschinen hier herstellt und dass das alles aus der einen Firma oder zu 90% aus der Firma Wüstenberg heraus akquiriert wird. Und für die, die das erste Mal hier sind oder für die, die schon mal hier waren, das ist schon beeindruckend, wie viel hier steht und wie viele Maschinen so eine Firma vorhält. Ich weiß nicht, hast du vielleicht mal eine Zahl, wie viele Schlepper stehen hier? Eine genaue Zahl habe ich nicht. Also ich habe im Moment 34 Schlepper im Bestand. Nun ist es natürlich so, Husum und Niebel sind ja auch eigenständige Firmen. Da kommen ja auch eine ganze Menge zusammen. Ich denke, die haben auch irgendwo um die 25 Schlepper hier stehen. Wir haben dann irgendwo 3-4 Mähdrescher hier stehen. Wir haben natürlich noch mehr. Aber wir fahren nicht alles her. Wir haben im Moment hier, muss ich überlegen, 6-7 Häcksler hier stehen, wo auch ein Teil natürlich von verkauft ist. Natürlich stehen oben in der Halle auch Gebrauchte. Gut, ich kann dir den Wert nicht sagen. Ich weiß natürlich, wie viel Wert wir insgesamt an Maschinen haben, aber da schweige ich lieber. Ne? Aber ansonsten kann ich das, wie gesagt, die Stückzahlen kann ich nicht sagen. Nein. Ja, und es ist ja nun nicht so, dass das alles Kleinmaschinen sind. Also alleine, wenn ich jetzt hier mal so, wir sitzen ja hier gerade in der Maschinenhalle, wenn man hier rausguckt, da steht da mal so eine Amazone-Spritze, ist das mit, ich glaube, 36 Meter, ja. Also das sind ja schon auch beeindruckende Maschinen. Das ist jetzt ja nichts, was man jeden Tag verkauft. Nein, aber gerade das ist ja das Interessante auch für die Kunden, das mal zu sehen. 36 Meter ausgeklappt im V. Wann sieht man mal sowas? Auch die mit Landwirtschaft nichts zu tun haben, damit die wissen, was es ist. Und die können sich ja auch schlau machen. Das ist ja auch wichtig, auch für die Landwirtschaft, dass wir die Landwirtschaft präsentieren, dass wir Technik haben, dass wir umweltschonend arbeiten. Wir müssen auch Rücksicht auf die Bevölkerung nehmen und aber auch Einfluss auf die Bevölkerung, das Ansehen der Landwirtschaft auch nach oben gehoben wird. Das haben wir ja habt ihr ja auch durch die Demonstration geschafft, dass wir wieder gesehen werden, die Landwirtschaft. Und das ist natürlich für uns auch ganz wichtig. Ja, wo wir gerade bei der Spritze sind, für mich hat das auf jeden Fall gezeigt, dass ich 36 Meter bei mir nicht brauchen kann. Dafür war das auf jeden Fall, also das ist gewaltig. Ja. 36 Meter ist wirklich gewaltig. Aber du kannst auch 9 kriegen, so ist das nicht. Ja, ich komme mit 24 ganz gut klar. Alles gut. Hans, du sagtest, du hast noch nächstes Jahr ist 100 Jahre Firma Wüstenberg. Genau. Dann wahrscheinlich, was hatten wir jetzt gesagt, 46 Jahre, dann wären 47. Börler dann wahrscheinlich. Mhm. Ja, 43. Börler. 42 haben, 43. Ach ja, schon zwei sind da rausgefallen. Ja. Und du sagst es selber, ein paar Jahre hast du auch noch nach im Unternehmen Wüstenberg. Ja, 2, ja. Was ist so dein Ausblick, sag ich mal? Auf die Zukunft. Nächstes Jahr werden wir es krachen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir werden also groß feiern.
Natürlich mit unseren Herstellern werden wir feiern. Da gibt es auch einen Plan. Wir werden natürlich mit unseren Kunden feiern. Das wollte ich hören. Auch, ja, das ist wichtig. Denn ich sage, ohne Kunden geht es nicht. Das ist so. Wir werden natürlich auch mit unseren Mitarbeitern, die gehören natürlich dazu, sowie auch den Mitarbeitern von unseren Kunden, weil die gehören genau dazu, denn das sind ja auch die Leute, die die Arbeit machen. Also das werden wir ordentlich krachen lassen. Wir haben schon mit den Herstellern Vorgespräche geführt, dass wir mit Sonderrabatten fahren. Wie wir das machen, das ist alles in Planung und da freue ich mich auch schon drauf. Und wenn wir so ein Fest feiern, dann wird es ja auch dann über mehrere hundert Leute und das ist ja auch mal was ganz Besonderes. Ja, und dann schauen wir mal und das wird dann vielleicht in Verantwortung auch meine letzte Börler sein. Gibt es denn für das 100-jährige Jubiläum vielleicht irgendwas Besonderes, was ihr für die Börler im nächsten Jahr plant? Habt ihr da schon besondere Ideen, was du vielleicht schon erzählen könntest, um die Leute noch mal ein bisschen... Ja, ich will natürlich jetzt nicht vorgreifen. Natürlich haben wir viele Ideen. Wir haben also gesagt, dass wir auch jetzt, wir haben vor Jahren mal Hubschrauberrundflüge gemacht. Das fand ich gut. Bei Sonnenwetter nicht so schön, aber wenn du Sonne hast und du gehst da ein bisschen hoch, dann kannst du Nord- und Ostsee sehen, weil wir genau in der Mitte sind. Also das ist eine Idee. Aber wir haben für die Kinder Ideen, da wollen wir was machen. Wie gesagt, fürs Fest haben wir auch Ideen. Wir wissen auch, wo das wird. Also ich hoffe, ich erzähle nicht was Verkehrtes, aber das wird also in Husum stattfinden, in der Messehalle. Da werden wir zwei Feste feiern. Wie wir das hier machen mit der Fete, das wissen wir noch nicht. Da ist Momme noch am Plan. Da ist er für zuständig. Aber wie gesagt, viele Angebote. Aber da sind wir noch am Überlegen. Erstmal ist jetzt dieses Jahr Börler und die wollen wir jetzt erstmal gut zu Ende bringen und dann lasst euch nächstes Jahr überraschen. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was uns erwartet. Zum Abschluss stellen wir immer gerne die Frage nach dem Plan B. Jetzt weiß ich nicht genau, ob ich nach deinem Plan B oder nach dem Plan B der Familie Wüstenberg, ich glaube, die haben gar keinen. Das geht hier alles so gewaltig vorwärts, dass es eigentlich nur in eine Richtung kann. Ja, weiß ich nicht, in welche Richtung man da jetzt fragen kann. Thilo? Den Plan B? Ja. Naja, Hans sagte ja, dass er noch 2 Jahre nach hat. Die Frage ist ja, was ist sein Plan B danach? Ja gut, für mich ist jetzt wichtig, dass wir anfangen, das Generationen, die Übergabe zu regeln. Sowohl Holger wird auch 65, das muss geregelt werden. Ich bin da, Udo ist da, unser Meister und Herr Petersen in der Schlepperwerkstatt. Die sind alle so bei 60 und da das Generationenproblem muss, das ist ein wichtiger Plan, dass wir rechtzeitig anfangen, dass wir da gute Leute nachbekommen. Da ist natürlich schon viel in Aussicht. Und für mich persönlich ist es so, ich will gerne noch bis 28 arbeiten. Du kannst nicht immer 100% geben und auf einmal aufhören. Das will ich auch nicht. Aber wichtig ist, dass die jungen Leute mit nach vorne kommen. Auch mit in die Verantwortung kommen. Das finde ich ganz wichtig. Unser Seniorchef hat vielleicht einen kleinen Tick zu lange gearbeitet, weil wir ja gesagt haben, Mensch, da kommt der Ola-Weller. Das möchte ich bei mir nicht erleben. Deswegen auch rechtzeitig ein bisschen aufhören, ne? Ja, und für die Firma Wüstenberg ist klar, es geht nur ein Weg, der geht nach vorne. Und ich sage immer, wo wir sind, ist vorne und das versuchen wir irgendwie durchzusetzen. Also ich habe da noch eine Frage, die mich persönlich ein bisschen interessiert. Und zwar kommt die aus einer Bemerkung, die du am Anfang gemacht hast. Du hast gesagt, um festzustellen, wie viele Besucher ihr habt, zählt ihr die Würste. Wie ist der Quotient, Bauer zu Wurst? Auf alle zwei Wurst, ne? Ja, Hans, vielen, vielen Dank erstmal. Oder schon mal, dass du dir hier die Zeit genommen hast, uns Rede und Antwort zu stehen. Ihr habt ja genug um die Ohren hier. Genau. Auf der Messe. Ihr seid ja irgendwie sehr gefragt die ganze Zeit, alle Mitarbeiter, wenn man das hier so mitkriegt. Ständig im Gespräch und unterwegs. Vielen Dank, dass du dir trotzdem die Zeit genommen hast, uns hier Rede und Antwort zu stehen und uns einen kleinen Ausblick oder Einblick zu geben in das, was die Börler ausmacht und in das, was auch so hinter den Kulissen abgeht. Vielen Dank an unser Team, die hier im Hintergrund alles möglich gemacht haben, organisiert haben, die Technik am Laufen halten, Bilder machen, Social Media mäßig das alles begleiten. Vielen Dank an unsere Sponsoren, New Holland Deutschland und Wüstenberg Landtechnik. Auch schön, dass wir dann gerade
für Wüstenberg dann heute hier sein dürfen. Ja, dann sage ich auch vielen Dank, Thomas und Thilo. Ne? War nett, für mich mal eine neue Erfahrung. Ne? Aber ich hoffe, euch hat es auch gefallen und wir sehen uns nächsten Jahr frisch und munter wieder. Auf jeden Fall werden wir das, ja. Das denke ich doch, ja. Euch zu Hause oder unterwegs, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.